BSC TV, präsentiert von Freiberger Brauhaus und Schankhaus 1863. Schankhaus 1863 in der Kaufhausgasse. Das traditionellste Schankhaus Freibergs mit einem unvergleichlichen Flair. Typisch sächsisch, sächsisch köstlich. Klick auf, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer. Der Braumeister Michael heißt Sie wieder ganz herzlich willkommen bei F3. An meiner Seite zwei bekannte Gesichter. Der Trainer des BSC Freiberg, Sportfreund Dieske. Und hier ist der Manager, der Andreas Gartner. Klick auf und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, die Winterpause ist, Gott sei Dank, nun auch in der Landesliga vorbei. Wir machen den Rückblick, nochmal ganz kurz den Abschluss der Halbserie im Dezember und den Ausblick, was wir jetzt vor uns haben. Wir fangen an, das letzte Spiel vor der Weihnachtspause in Leipzig, bei Internationale Leipzig. Und Steve, das war etwas, was wir eigentlich alle nicht so erwartet hatten. Vielleicht du, schieß mal los. Das ist erstmal schon wieder eine ganze Weile her und ich bin froh, da kommen wir ja, denke ich mal, dann auch noch drauf zu sprechen, dass es jetzt am Wochenende wieder losgeht und um Punkte geht. Leipzig war nochmal ein sehr, sehr schöner Abschluss, so kurz vor Weihnachten, dass wir dort mit einer, denke ich mal, sehr, sehr ordentlichen Leistung die 3 Punkte geholt haben. Haben sicherlich auch den Gegner überrascht, standen in der ersten Halbzeit relativ tief. Das wollten wir aber auch. Wir waren nicht unbedingt dorthin gefahren, um Hurra-Fußball zu spielen, sondern uns einfach auch ein Stück weit auf den Gegner eingestellt. Und das sah ganz gut aus, bis kurz vor der Pause, wo wir über eine Aktion oder das 0-1 aus unserer Sicht kriegen, haben dann in der zweiten Halbzeit mit komplett offenem Visier gespielt, ja, und sind am Ende belohnt worden dafür. Kurz vor Schluss haben wir dann nochmal das 3-2 gemacht. Und ich denke, es war ein guter Abschluss in der Hinrunde. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder Aufgaben vor der Brust und da kann man sich sicherlich nochmal an Leipzig erinnern. Aber das ist, wie man so schön sagt, der Schnee ist zwar weg, aber es ist schon Schnee von gestern. Ja, aber wie gesagt, ihr seid in die Winterpause hineingegangen, Andreas, wenn ich so will, mit dem 9. Platz, 21 Punkte. Das ist aber erstmal eine Hausnummer. Eine Hausnummer. Definitiv positiv. Wir haben uns vorgenommen, besser abzuschneiden in dieser Winterpause als vor 2 Jahren, wo wir mit 17 oder 18 Punkten in der Winterpause standen und dann hinten raus uns ein paar Punkte gefehlt haben. Die haben wir jetzt schon draufgelegt. Wenn wir dieselbe Rückrunde spielen können, dann denke ich, sollte der Klassenerhalt im Reich des Möglichen liegen. Mhm. Und ja, es gilt halt einiges dafür zu tun. Die Wintervorbereitung war nicht optimal, also im Großen und Ganzen nicht optimal. Aber das kennen wir hier mit den ganzen Gegebenheiten, Wetter und so weiter. Das haben andere Mannschaften nicht, die haben es da besser, aber wir nehmen das an und jetzt geht's los. Ihr habt aber von der Organisation her erst einmal ein bisschen dem Winter ein Schnippchen geschlagen, muss ich sagen. Ihr habt gesagt, ihr könnt schneiden hier, was es will. Ihr wart unterwegs. Du musst noch mal ganz kurz bilanzieren, wo ihr gewesen seid und was ihr dort für Testspiele gemacht habt. Genau, wir waren in der Türkei. Ein Freiberger Unternehmen hat uns da großzügig unterstützt. Den Rest haben die Jungs selber bezahlt, hat also den Verein kein Geld gekostet. Wir haben unsere Zelte in Belek aufgeschlagen, an der türkischen Riviera, bei so 17, 18 Grad, gute Bedingungen, schöne Bedingungen. Och, Lichtenberg war ja dort, hat dieselben Plätze genutzt, also es waren eine schöne Zeit, haben viel fürs Team getan, fürs Teambuilding, ja, auch für die konditionellen Geschichten. Waren leider nicht alle Spieler dabei, es ist halt so in der Amateurmannschaft, dass nicht alle mit können. Hatten auch 2, 3 Spieler, die dort einige Blessuren auszukurieren hatten oder die sich erst dort eingefangen hatten, sodass es nicht ganz so optimal war von Trainingsintensität, was der Trainer, denke ich, auch machen wollte. Aber das einfach mal zu sehen und einfach mal auch, die Jungs haben sich dann ein Stück weit auch selber belohnt für die letzten 4 Jahre, die sie hier gepowert haben. Und ja, wir haben gegen den aserbaidschanischen Erstligisten gespielt, mit Anschlusskader muss man sagen, aber es waren trotzdem welche dabei, die auch dort in der ersten Mannschaft spielen, haben wir ein 1-1 erreicht. War durchaus ein tolles Spiel, rasant und rassische Zweikämpfe, es war eine schöne Geschichte. Das 2. Spiel, was wir hatten, war einfach zu nah dran. Also wir haben quasi Dienstagmittag gespielt und Mittwoch früh gleich wieder. Haben wir gegen die Bundesliga-A-Jugend von Wuppertal 8 Stück gefangen. War definitiv zweitrangig das Ergebnis, aber da war einfach der Akku schon leer. Ja. Aber sonst war es eine tolle Geschichte. Ich denke auch, man darf das nicht vergessen, wovon du gesprochen hast, in der Teambildung. Und ich glaube, das schweißt auch die Truppe ordentlich zusammen. Denn die Aufgaben, die vor der Brust sind, die sind ja nicht ganz einfach. Steve, da wären wir bei dir. Du lässt lieber Fußball spielen als Schneeschippen. Aber es ließ sich diesmal nicht ganz vermeiden, das Schneeschippen, ne?
Ich denke, der Andreas hat es ja kurz gesagt, wir wollten einfach mal was anderes machen und ich denke, das haben wir mit der Türkei auch ordentlich hinbekommen, einfach mal einen anderen Start in eine Vorbereitung zu gehen. Klar war es nicht optimal, auch dort ist sicherlich einiges optimal gelaufen, Verletzungen, Blessuren und dann eben auch ein bisschen hin und her mit der Organisation der Testspiele, ganz einfach, das hat sicherlich das ein oder andere auch durcheinander gebracht, aber das ist eine Geschichte, das liegt einfach nicht in unserer Hand. Die Leute, die da unten schon mal waren, die wissen, dass das immer relativ schnell geht. Hier war es ganz einfach so, sicherlich hatten wir uns ja was anderes vorgestellt, ne? Ein grünen Platz, ob nur hier oder vielleicht auch ausweichweise irgendwo anders, aber es war alles nicht möglich aufgrund dieser ganzen Geschichte. Ja, da war viel Schneeschippen angesagt und sicherlich auch viel schlechte Laune dort und hier ist ganz normal, denke ich mal. Also wir konnten wirklich noch nicht so viel machen, sicherlich auch eine Parallele wie vor 2 Jahren, da ging es uns ähnlich. Und deswegen sollten wir auch alle gewarnt sein, dass wir noch eine ganze Ecke Arbeit vor uns haben. Und ich denke ganz einfach, ohne das jetzt irgendwo schwarz zu malen, dass wir schon noch 2-3 Wochen brauchen, um auf dem Level zu sein, wo wir eigentlich stehen müssten. Damit meine ich jetzt nicht konditionell, aber wir haben sicherlich viele Sachen noch gar nicht anreißen können. Und ich hoffe ganz einfach, dass wir das trotzdem so weit kompensieren, dass wir die großen Namen, die jetzt erstmal vor uns liegen, dort trotzdem ordentlich bearbeiten können und den einen oder anderen Punkt mitnehmen können, der uns sicherlich gut tun wird. Ja, nur haben wir ja trotzdem ein paar Testspiele machen können. Das hat ja trotzdem geklappt. Gegen normalerweise immer höherklassige Gegner, das habt ihr euch ja zum Ziel gemacht. Bist du mit dem einen oder anderen Spiel richtig gut zufrieden? Ich sprach jetzt mal, oder ich möchte jetzt mal das letzte Testspiel anführen, das gegen die Aue, gegen Aue 2, also U23, wo ihr, ich denke mal, ein sehr gutes Spiel gemacht habt, aber noch knapp mit 3-4 verloren. War das schon ein bisschen was, weißt du, wo du sagst, so habe ich sie eigentlich oder so würde ich sie gerne sehen wollen? Ich denke, tendenziell haben wir in dem Spiel schon uns irgendwo versucht, darauf hinzuarbeiten, was uns jetzt am Wochenende gegen Riesa erwartet. Deswegen wollten wir auch am Ende nochmal einen spielstarken Oberligisten haben. Ich denke, das war gegeben. Der Gegner war optimal für einen Abschlusstest. Erste Halbzeit, denke ich mal, haben wir vieles so gemacht, wie wir es wollten. Wir wollten dort erstmal einen Blick auf die Defensivarbeit legen. Das war, denke ich mal, ganz ordentlich, bis auf einmal, wo man, denke ich mal, über ein Abstimmungsproblem da wir nicht richtig zupacken und dann das 0-1 kriegen. In der zweiten Halbzeit hatten wir ein bisschen ein offeneres Visier, standen trotzdem relativ kompakt. Das war für mich erstmal wichtig nach den vielen, vielen Gegentoren in der Vorbereitung. Da haben wir auch wieder 4 gekriegt, aber da war sicherlich das eine oder andere auch individuell vom Fehlverhalten her. Nichtsdestotrotz fand ich, war es in Ordnung. Schade, dass sich die Mannschaft nicht belohnt hat und vielleicht ein Remis, selbst ein Sieg war möglich, denn ich denke, in der zweiten Halbzeit hatten wir ein bisschen mehr vom Spiel, waren aktiver und hätten durchaus das Spiel auch für uns entscheiden können. Aber das ist jetzt in der Vorbereitung nicht das Entscheidende, ob Sieg oder Niederlage. Die Spiele, die wir gemacht haben, da sind ordentlich Tore gefallen. Und dort sind uns das ein oder andere Mal auch Fehler aufgezeigt worden. Und ich hoffe, dass wir die jetzt Stück für Stück abarbeiten und die in der Saison nicht nochmal zum Tragen kommen. Okay, Andreas, er hat das Stichwort gegeben. Stahl Riesa kommt am Samstag, jetzt kommen Samstag, 14 Uhr zu Gast hier in Freiberg. Und wir dürfen vielleicht mal daran erinnern, 2011 gegen Riesa hier ein Sieg vor 800 Zuschauern, glaube ich. Ja. Das war gigantisch, ne? Ja, war ein großes Ereignis. Wir sind ja damals in die neue Bezirksliga Mitte gekommen und haben dann auch seit längerem das erste Pflichtspiel wieder gegen Riesa mal gemacht. War eine tolle Geschichte, haben wir 4-2 gewonnen. War, denke ich, auch ein guter Start in diesem, glaube ich, der zweite Spieltag. In der Saison sind wir ja das erste Mal aufgestiegen, also alles Gute wenn man so will, außer vielleicht die Platzgeschichte oder die Platzwahl, die wir vornehmen müssen. Wir müssen ja auf Kunstrasen spielen, logischerweise, weil die Plätze noch schneebedeckt sind. Aber wir freuen uns auf Riesa, die werden sicherlich einige Fans mitbringen, weil sie stehen auch vorne dran, so weit weg von der Spitze sind sie nicht, sodass sie sich hier auch was ausrechnen und da sind eigentlich immer viele Fans dabei. Das Hinspiel war knapp, haben wir 2-1 verloren, waren auch 500, 600 Zuschauer, also wir schauen mal, was auf uns zukommt am Wochenende. Also wenn ich das richtig verstanden habe, zeitlich es erscheint, sie gehört wirklich erstmal einen guten Platz und wir haben ja noch etwas Besonderes dabei am Samstag, vielleicht sagst du ein Wort dazu. Genau, also das ist jetzt nicht auf unserem Mist gewachsen, wenn man so will, sondern das ist einfach die Ansetzung so, dass der SV Lichtenberg noch gegen Oederan ein kleines Testspiel-Derby vorher spielt. Die spielen um 11 auf dem Kunstrasen und dann kann man von 13 Uhr bis 14 Uhr schnell warten, was essen und dann sollte dann
der Rest auch die fußballinteressierten Leute vielleicht gleich da bleiben, um das Spiel BSC gegen Charissa zu sehen. Es wird im Großen und Ganzen, auf dem Kunstrasen ist ja nicht viel möglich, einen abgetrennten Gästeblock geben, weil wir denken doch, dass Risa ein paar Leute mitbringt. Wir werden auch 2 Caterings aufbauen, also das Irish Inn. Unsere Freunde vom Irish Inn werden uns da unterstützen. Ja. Auch nochmal schönen Dank dafür. Die werden also das Gäste-Catering betreuen, und so dass also der Freiberger Zuschauer, denke ich, auch auf schnell ans Bier kommt, was sehr wichtig ist. Also, liebe Fußballfans, Sie haben es gehört. Am Sonnabend nichts vornehmen, zwischen 11 Uhr und 16 Uhr Freiberg im Stadion. Wirklich gute Fußballkost, denn ich gehe mal davon aus, zwischen Lichtenberg und Oederan, das sind auch zwei ganz alte Bekannte hier im Freiberger Fußball und vor allen Dingen, die ordentlich Fußball spielen können. Ja. Das wollen wir mal klar und deutlich dazu sagen. Ja, und jetzt noch eine Frage an den Trainer. Das Punktesammeln geht jetzt los, ne? Denn Steve, wenn ich mir die Begegnung nach Risa so angucke, da kommt keine Laufkundschaft, ne? Nein. Definitiv nicht. Sag mal, das ist sicherlich ein gepfeffertes Startprogramm, was wir jetzt wieder vor der Brust haben. Nach Risa erwartet uns dann Görlitz, Grimma, Eilenburg, alles sicherlich Mannschaften, die ja schon ordentlich Punkte gesammelt haben, aber wir müssen jetzt einfach wieder von Spiel zu Spiel schauen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir unsere Befindlichkeiten, die sicherlich immer mal auftreten innerhalb der Mannschaft, einfach ausblenden und uns wirklich richtig als Team präsentieren und das alles in die Waagschale werfen, was wir haben. Und dann brauchen wir uns für keinen in dieser Liga verstecken. Und das muss wirklich in die Köpfe rein, dass wir vielleicht auch erstmal wieder Fußball arbeiten müssen und nicht irgendwo die ein oder andere Pirette machen. Das ist einfach ja das, was die Jungs verinnerlichen müssen. Und wenn sie das rüberbringen, dann muss das erste Ziel sein, die 3 Punkte zu Hause zu behalten gegen Risa. Es machen ja höherklassige Mannschaften vor, wie es geht, dass man über den Kampf zum Spiel finden kann. Ich glaube, das war ein guter Abschluss wurde. Also, liebe Fans vom BSC Freiberg, von Lichtenberg und Oederan, Sie sind herzlich eingeladen für den kommenden Samstag ab 11 Uhr hier in Freiberg im Stadion. Wir haben Sie wie letztens aus dem Freiberger Schankhaus 1863 begrüßt und vom Braumeister Michael noch eine Empfehlung. Kommen Sie her, es gibt eine ganz neue Spezialität, ofenfrische Schäufele. Sie müssen es mal probiert haben. Der Braumeister Michael empfiehlt in dem Sinne. Meine Herren, ich danke, dass Sie da waren. Ein herzliches Glück auf und zum Wohle. Prost! Okay.